Ich bin Dennis. Das ist Divya. Hallo. Ich bin Dana. Wer bist du? Dalina. Ich bin Delani. Ich bin Dion. Und zusammen sind wir Team Dietmeier. Ich bin ganz überrascht, wie das hier läuft. Krass. Das habe ich noch nicht mal abgeräumt. Das wollte ich noch abziehen und jetzt ist es schon verpackt. Krass. So, es ist jetzt Donnerstag, 11 Uhr. Seit 7 sind wir hier beschäftigt. Jetzt habe ich gerade die Kinder zum Bahnhof gebracht. Die fahren mit Oma und der Babysitterin schon vor, damit ich hier das letzte Chaos alleine bewältigen kann. Und dann fahre ich, ja, sobald wir fertig sind, mit dem Auto hinterher. 15 Uhr ist Übergabe. Bis dahin ist, denke ich mal, alles oder das meiste leer. Und jetzt bin ich hier in den letzten Zügen, die ganzen Sachen zusammenzupacken. Die Jungs sind so schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme, weil ich ein paar Sachen noch auspacken musste. Aber es geht alles so ratzfatz, dass es schon alles leer ist. Jetzt wird hier gerade der Kleiderschrank abgebaut. Und ja, ist schon komisch, dass das alles so leer ist und alles so rausgeschleppt wird, obwohl ich gar nicht so viel Zeit habe, darüber nachzudenken und traurig zu sein. Aber das kommt, glaube ich, nachher spätestens im Auto oder in der nächsten ruhigen Minute, die ich mal habe. Aber die habe ich jetzt nicht. Die Tore bleiben stehen. Damit können die anderen Kinder jetzt spielen. Was willst du jetzt am besten? Oh, jetzt müsste gleich der Kühlschrank kommen. Bis morgen! So, es ist jetzt Ende. 17 Uhr und alles ist leer. Und ich fahre jetzt los. 6 Stunden. Hier steht noch ein bisschen was, was die neuen Eigentümer behalten. Und der Rest ist leer. Ich verabschiede mich jetzt von unserem Zuhause. Was 5 Jahre unser Zuhause war, wo 3 Kinder mehr oder weniger geboren sind und sehr viele Erinnerungen dranhängen. Ja, unser Schlafzimmer. Hier haben wir gespielt. Das war's. Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss. Hier habe ich gesessen. Ich muss heulen, aber ich versuche es nicht zu tun. Ich habe schon ein bisschen sehr viel geweint heute. Hier sieht man noch den Teppich, wie er lag. Und hier ist die leere Küche. Alles leer. Hier ist noch mein Köfferchen und das war's.
Tschüss, Hamburg. Jetzt. Ich habe schon geheult. Ja. Schon dreimal. Pflaster abreißen oder was? Tschüss, mein Haus. Wir fahren jetzt los. Ich gehe nach hinten und lass mich fahren. Boings. Tschüss. Die sah eben jetzt überhaupt. Ich bin da. 600 Kilometer später, 6 Stunden später. Es ist jetzt, keine Ahnung, 12:30. Ja, wir sind da. Jetzt die Hälfte im Hotel gelassen. Die Hälfte, Dennis schläft auch im Hotel, weil der ja morgen spielt. Hier liegt die andere Hälfte, da lege ich mich jetzt dazu. Dann hoffe ich, dass die mindestens bis um 7 schlafen. Ja, und um 8 geht's weiter. Gute Nacht. Guten Morgen. Ist das jetzt dein Ernst, dass du Fahrstuhl fährst? Ja. Wir sind im zweiten Stock. Es ist jetzt Freitag. Und du bist gleich weg. Und 8 Uhr morgens. Und jetzt geht's los. Otto Versand hat schon angerufen, dass die Betten kommen. Also es läuft. Ich laufe nicht, ich fahre Fahrstuhl. So, es ist jetzt, oh Gott, Freitag 16 Uhr. Wir machen jetzt hier Ende, weil wir gleich noch alle ins Stadion gehen. 18:30 ist Anpfiff. Und da hier gefühlte 100 Grad sind, ist es einfach unerträglich. Es wird, das Sofa steht, es stehen noch überall 1 Million Kisten. Die ganze Garage ist voll mit Kisten, aber es nützt ja nichts. Solange die Möbel erstmal stehen, wird alles gut. Mein Tisch und meine Stühle finde ich so wunderbar. Also da könnte ich mir wieder selbst auf die Schulter klopfen. Aber naja, mache ich natürlich nicht. Ich schaffe gar nicht, mich zu melden nebenbei und zu filmen, weil es einfach so, so viel ist. Beim Einpacken hat man irgendwie einfach nur noch reingehauen. Aber jetzt, bis alles so an seinem Platz ist und alles aufgebaut und alles in den Schränken verstaut und die 200 Kisten ausgepackt sind, dauert es, glaube ich, noch. Aber ich bin wirklich dankbar über die ganze Hilfe, die wir haben und das Umzugsunternehmen, die echt alles schleppen bei der brütenden Hitze hier. Aber ja, es wird. Was ist heute für ein Tag? Samstag? Ich weiß gar nicht. Samstagabend. Morgen mache ich wieder ein bisschen mehr. Heute war echt Chaos. So langsam nimmt es Formen an. Es ist jetzt 21 Uhr, es sind jetzt alle im Bett und ich gehe jetzt auch ins Bett. Dennis will noch essen gehen. Mal sehen, ob ich mich dazu noch breitschlagen lasse. Hunger habe ich schon. Aber, na, mal sehen. Gute Nacht. Das war unser Video zum Umzug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben, was für ein Chaos bei uns war. Ich habe jetzt die meisten Kisten ausgepackt. Natürlich ist noch nicht alles an seinem Platz, weil es einfach zu viel ist. Man merkt beim Umzug, was man eigentlich für einen Mist aufhebt, den man gar nicht mehr braucht. Gerade wo wir uns jetzt auch ein bisschen verkleinert haben und die Kinder wirklich nur noch ihr Zimmer haben und wir im Wohnzimmer und so gar nichts mehr an Spielsachen haben wollen, weiß ich nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Aber wir sind sehr glücklich, wir fühlen uns sehr wohl hier. Hier wohnen viele Kinder in der Umgebung, genau gegenüber wohnt ein Mädchen, und die auch gerade erst dahin gezogen sind. Die kommt auch neu in Delanis Klasse, kennt niemanden. Die beiden haben sich jetzt schon kennengelernt, da fällt mir wirklich ein großer Stein vom Herzen, dass Delani doch nicht ganz alleine ist. Was soll ich sagen? Es ist viel zu tun immer noch, aber so langsam sind wir angekommen. Ich werde keine ganze Roomtour mehr machen in dem Haus, weil ja jetzt unsere Sachen hier drin stehen. Ich werde immer mal ein bisschen bestimmt zeigen, aber dass ich jetzt hier nochmal ganz durchgehe, werde ich erstmal nicht tun.
So langsam sind die Handwerker fertig. Der Garten muss noch komplett gemacht werden. Der ist im Urlaub, weil wir hier ja noch Sommerferien haben. Deswegen ist natürlich die Zeit, wo die meisten im Urlaub sind, einfach noch voll da. Außenrollläden kommen jetzt überall dran. Alarmanlage ist jetzt eingebaut und dann fühle ich mich auch sicherer. Und ja, es läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich ein bisschen gefilmt habe, und abonniert unseren Kanal, gebt einen Daumen nach oben, und es wird bestimmt immer weiterhin sehr viel Aufregendes passieren bei uns, wo ich die Kamera drauf halte. Und ja, das war es erstmal. Der Umzug ist geschafft.